Hallo liebe Kinder, ich begrüße euch im April. Ich hoffe, ihr habt noch fette Bauchmuskeln vom März übrig behalten. Im Monat soll es einfach mal ein bisschen darum gehen, dass wir mit dem Ball uns mehr auseinandersetzen und ein bisschen mehr Gefühl kriegen. Dazu braucht ihr heute einen Ball, vielleicht habt ihr auch noch einen Tennisball. Und am Anfang, wenn man ein bisschen zurück ist, was man auch sieht. Das Ganze könnt ihr zu Hause machen mit den Socken oder draußen in den Schuhen. Am Anfang wollen wir den Ball einfach nur vor und zurück. Da fangen wir mit dem rechten Fuß an, dann mal nach rechts und nach links. So, dadurch, dass wir immer zwei Füße haben, das Ganze auch nach links, vor, zurück und rechts und links. Ja, ruhig eine Minute, ich mache es jetzt ein bisschen kürzer, damit das Video nicht so lange wird. Und wenn ihr euch dann so warm gemacht habt, dann könnt ihr machen hier den Ball oben den anderen Fuß. Und rum. Ja. Immer. Und rum. Zack. Wir können auch die andere Richtung nehmen. Und dann merkt es, wird das so einfach. Und dann auch die andere Richtung. Und auch hier wieder. Wir haben zwei Füße. Auch hier probieren wir das Ganze mit dem linken. Ja. Finde ich ein bisschen schwieriger, weil ich es auf den linken benutze. Und auch in die andere Richtung. Und wenn das auch noch zu einfach ist, der nimmt sich einfach einen anderen Ball, zum Beispiel Tennisball, und kann ihn nur auch ja, ganz am Anfang vor und zurück in die Seite und dann nochmal in den Stil. Das ist ganz einfach. Aber darum soll es ja gehen. Ja, wir sollen beide für die Dinge, je mehr verschiedene Bälle ihr habt, umso besser. Okay, aber das Arm. Guck da mal, ob ihr vielleicht zwei Paar Socken oder zwei Paar Flaschen habt. Ich habe zum Glück hier zwei Pakete. Legt euch hin. Und jetzt probieren wir mit dem Ball immer eine Acht. Auch hier. Probiert die Linie hinzukriegen, ich kürze es mal ein bisschen rein und dann auch den linken Fuß. Wir wollen immer beide Füße trainieren. Ihr seht, ich habe da zu wenig mit beiden Füßen trainiert. Deswegen müsste ich öfters mal mit dem linken trainieren. Wenn wir das geschafft haben, kann man es noch ein bisschen schwieriger machen, indem ihr euch noch ein paar Socken holt oder ein paar Flaschen oder was auch immer. Ihr habt völlig egal. Jetzt auch die Aufgabe, die eigentliche Challenge dann im April. Stoppt die Zeit, eine Minute und probiert dann immer raus, rein, raus, rein. Und sobald er wieder hier ist, wenn der erste Kegel ist, einmal wieder angekommen seid. So, das wäre jetzt ein Punkt. Je mehr ihr schafft, umso mehr Punkte habt ihr. Und ich möchte wissen, wie viele Punkte ihr mit rechts schafft in einer Minute und wie viel ihr mit links schafft. Ja, das ist die Challenge für den April. Für die es noch zu einfach ist, die nehmen den Tennisball oder was auch immer in die Hand und werfen. Das war weg. Ups! Auch noch den Tennisball hoch und fangen wir hier an. Sehen, der wird auch mal runterfahren. Darum soll es ja gehen, dass es schwieriger wird. Aber die Hauptchallenge für April: Wie viele Runden schafft ihr mit dem rechten Fuß? Wie viele Runden mit dem linken Fuß? Und damit entlasse ich euch in die April-Challenge und wünsche euch auch noch ein schönes Osterfest. Ja? Viel Spaß beim Suchen, euer Tommy. Tschüss.